So, willkommen in dem zweiten Teil von dieser Tunnelserie, wie auch immer man das nennen soll. Auf jeden Fall, hier geht es gleich weiter. Ich kann noch mal kurz zeigen, wie es jetzt da drinnen aussieht. Also, das sind die Schaufel, mit der ich das alles gegraben habe. Und da geht es auch noch so rein. Ist schon ordentlich. Also ich kann mich da drüben verstecken und sieht mich von außen gar nicht. Und das ist wirklich cool. Und gleich geht's weiter. Ja, dann geht's jetzt weiter. So, als erstes versuche ich jetzt diese kleine Abbiegung noch mehr, also noch weiter zu machen. Und auch noch ein Stückchen mehr in die Tiefe. So, dass es dann so in so einem Kreis nach unten geht. Ja, ich muss zuerst diesen Eimer wegbringen und dann geht's weiter. So. Einmal ist weggebracht und auch schon reingeschmissen. So sieht's aus. Da ist die Lampe, da haben sie was her. Hier kommt die Kamera hin. Dann geht's ins Buddeln. Das ist nervvoll, dass man sich hier ständig stoßt. Einmal ist voll. Und der kommt es wieder raus. Den Haufen. So. Wie man sieht, ist schon ein ganzes Stückchen weiter. Dieser ganze Bereich hier. Den habe ich gerade eben weggemacht. Und ja, jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Wir haben jetzt dazu entschlossen, den Eimer erstmal wegzulassen und das erstmal noch nicht wegzubringen und erstmal einfach weiter alles rausholen und dann später einfach mehrfach Eimer wegbringen, anstatt hier ständig die ganze Zeit hin und her zu laufen. Einfach später alles auf einmal. Ich mache jetzt hier den Bereich, ich glaube, das sieht man auch, da hole ich jetzt die ganzen Steine weg. Der Gang, ich werde den sicherheitshalber wahrscheinlich schmaler machen. Also er ist nicht so schmal, aber er sollte nicht sehr viel breiter werden, als er jetzt ist. Bisschen schon, aber nicht sehr viel mehr. Sonst ist einfach die Decke, einfach hat keinen Halt mehr und kracht einfach runter. Und dieser Raum hier ist sowieso nicht mehr ganz so klein, deswegen mach ich lieber schmal, das ist sicherer. Und es geht schneller. Ja. Dann mache ich jetzt mal weiter. Zwischendurch halte ich immer noch mal zwischendurch mal inne, um zu hören, ob irgendwo vielleicht irgendwas so langsam runterbröselt. Sicher ist aber. Ja, und das ist mittlerweile schon ziemlich gefährlich, wenn man hier in 3 Meter Tiefe einen Gang gräbt. So, ich mache jetzt erstmal den ganzen Haufen weg,
weil das ist zu viel und ich komme da nicht mehr richtig dran. Ja. Das könnte ein bisschen dauern, diesen ganzen Haufen hier wegzumachen. Ja, dann geht es jetzt ums Erde wegtragen oder Steine wegtragen. So, habe jetzt weitergemacht. Mittlerweile ist es draußen auch schon ein bisschen dunkler geworden. Also, es ist zwar noch nicht stockdunkel, aber mittlerweile ist es auch dunkel. Lang werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr graben, aber ein bisschen werde ich noch graben. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt ein Loch gemacht, so ein kleines. Das ist einfach, damit ich später dann einfach nur noch die Wand abschlagen muss und dann halt in den Eimer machen muss. Die Schaufel habe ich jetzt nochmal verkürzt. Hier ist das Stückchen, das ich genommen habe, also abgeschraubt habe. Weil das ist einfach zu klein für dieses kleine Loch, so eine größere Schaufel. Jetzt ist die ziemlich klein. Und ich habe das vordere Stück umgeknickt sozusagen mit der Schraube. Jetzt ist so eine Hacke. Aber das ist hier ganz praktisch. Erstmal kann ich das so rausnehmen, die Steine. Und hier in den Eimer machen. Weil das ist praktischer, als wenn das jetzt gerade wäre, dann müsste ich so. Also so ist es besser. Und mittlerweile ist es hier richtig hart. Ich glaube, das sieht man auch. Ja. Muss versuchen, da noch irgendwie durchzukämpfen, aber wird schon funktionieren. Ja, ich mache dann jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann ist der erste Tag im zweiten Teil dieser Tunnelserie auch schon vorbei. Ja, aber jetzt geht es erstmal weiter. So, ungefähr so 20, 30 Eimer später. Jetzt hat sich einiges getan. Hier dieses Loch ist mittlerweile schon richtig raus. Hier ist auch schon so ein kleines Stückchen vom Gang. Ist jetzt ungefähr so 70, 80 cm lang. Und die Schaufel, die habe ich so gelassen. Die habe ich so in dieser kurzen gelassen. Das habe ich auch auf ungeknickt gelassen, weil hier muss man schon richtig hauen, damit man da durchkommt. Und da liegt das andere Stück von der Schaufel. Und diese weiße Schicht, die war am Anfang nur da, jetzt ist aber noch da gekommen und geht halt da durch, auf die andere Seite. Ich kann mal versuchen, hier irgendwo zu zeigen, wie das aussieht unter diesen ganzen. Da. Stein. Richtig hart. Und so muss es dann hier. Buddeln. Okay, nicht mehr buddeln, sondern wie auch immer man das nennen soll. Das ist sehr anstrengend und dauert sehr lange. Aber das war es auch eigentlich für heute, weil es ist schon ziemlich spät und dunkel. Und ich gehe jetzt schlafen. Also, bis morgen. So, hallo im zweiten Teil. Im zweiten Teil. Und es ist jetzt ziemlich früh, es ist irgendwie 8:30 oder so. Und jetzt geht es auch schon weiter mit Buddeln. Und mittlerweile, ich habe das jetzt irgendwie schon 3 Tage nachher am Stück gemacht, dieses Graben. Und das spürt man mittlerweile schon. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier für die Kamera so eine kleine Einkerbung gemacht, damit die da stehen kann. Und jetzt geht's weiter. Einmal lege ich hin. Und dann haue ich hier alles weg.
Jetzt habe ich herausgefunden, was dieses extrem harte Material auf dem Boden ist. Da ist so ein hartes Material auf dem Boden. Ich kriege das kaum noch weg, dieses Weiße. Das ist richtig hart. Und jetzt habe ich mir einen Stein angeguckt. Das ist Quarz. Da sind überall diese kleinen Kristalle drauf. Und das ist so hart. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin schon ziemlich weit. Ich muss den ganzen Haufen da wieder wegmachen und dann weiter auf den Boden hacken. So. Den Gang, den habe ich weitergemacht. Der ist da. Der ist schon jetzt mittlerweile schon ziemlich lang. Also für einen Tag Arbeit ist es schon ordentlich was. Der ist jetzt ungefähr so 1,30, 1,40. Und wenn ihr euch wundert, wo dieser fragt, wo dieser ganze Stein auf mir herkommt, davor war hier dieses Loch. Als zweite Möglichkeit für das Regenwasser, wenn es hier irgendwann mal, warum auch immer, reinkommen sollte, dass sich da sammelt. Das ist jetzt komplett voll mit Stein. Das sind die Steine von der Decke. Ich mache jetzt die Steine von der Decke weg, bis ich auf Ton stoße. Ja, und ich merke gerade, die Linse ist beschlagen. Warum auch immer. Putzen. So, fertig. Auf jeden Fall, ich mache jetzt hier die Steine weg, möglichst bis zum Ton. Und dann wird der Gang auch ein ordentliches Stückchen höher sein. Und dann fallen auch keine Steine auf mich runter. Weil Ton, der hält besser als Steine. Die Steine berührt man zum Beispiel mit dem hinteren Ende von der Schaufel ein bisschen und dann fallen da Steine runter. Ist nicht so toll. Ja, auf jeden Fall, die mache ich jetzt weg. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Steine weggemacht. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr Steine von der Decke weggemacht. Und weil das jetzt hier schon ein ziemlich großer Haufen ist, bringe ich den erstmal weg. Der ist wirklich groß. Da war davor der Boden. Und jetzt ist das hier. Es ist schon ziemlich viel. Und das bringe ich jetzt alles weg. So, jetzt habe ich hier den ganzen, alles was so mehr bräunlich ist, das ist alles, habe ich gerade eben alles weg. Ich gerade eben da unten aus. Da unten habe ich jetzt alles zum Großteil weggemacht, die Sachen vom Boden. Lampe ist hier noch an. So sieht es hier aus. Also jetzt ist schon ziemlich hoch. Ich versuche mal, mich da drinnen jetzt hinzustellen. Ich glaube, das wird noch nicht reichen, aber ich glaube, mit Hals geht das. Ja, also ich stehe hier gerade. Funktioniert. Bisschen, naja, knapp, aber passt. Ich muss dann hier noch ein bisschen mehr abmachen von den Steinen, bis ich auch stehen kann. Oh, was ist jetzt los? SOS, warum ist die jetzt auf SOS? Okay, das funktioniert. Auf jeden Fall, ich mache dann hier noch die Steine weg. Bis, wenn ich alles weggemacht habe, dann arbeite ich wahrscheinlich erst dann weiter im Gang. Oder in diesem kleinen Tunnel. Wie auch immer man das nennen soll. Ja, dann bis später. So, der nächste Tag geht zu Ende. Mittlerweile ist es sehr dunkel, wie man sieht. Und so ist es hier. Was habe ich heute gemacht? Ich habe heute da im Gang weitergemacht. Da hinten. Außerdem habe ich hier diese Decke die ganzen oder viele Steine abgemacht, weil ich will an der Decke wieder in die Tonschicht kommen, damit mir keine Steine auf den Kopf fallen können. Hier ist es fast fertig. Hier sieht man schon Ton mit Stein gemischt. Aber noch ein kleines Stückchen. Hier ist es zum Beispiel schon ganz Ton. Da.
Also noch ein kleines Stück und dann bin ich hier ganz beim Ton. Ja, da hinten wird das dann noch ein bisschen dauern. Aber es geht schon. Hier ist jetzt wieder so ein riesiger Steinhaufen, den ich wegmachen muss. Ja, es ist ziemlich cool, aber auch sehr anstrengend. Morgen werde ich wahrscheinlich Pause machen. Hier fliegt eine Mücke rum. Jetzt ist sie weg. Und dann fliegt sie. Ja. Auf jeden Fall morgen werde ich wahrscheinlich Pause machen. Und dann geht es am Montag weiter. Ja. Also, bis in 2 Tagen. So. Jetzt bin ich wieder da. Und jetzt geht's weiter. Erstmal mit der Decke. Die wollte ich ja noch von Steinen befreien, damit mir da keine Steine auf den Kopf fallen können. Ich habe gerade eben die Decke weggemacht und ob ich da besser schlagen kann, habe ich hier auch ein bisschen diesen Platz hier unten, wo ich drauf sitze, weggemacht. Und ich habe gerade eben den größten Stein, den ich bis jetzt gefunden habe, ausgegraben. Ein nicht großes. Hier sind noch ein paar mehr von solchen. Auch einer. Das wird dauern, die alle rauszubringen. Eins, zwei, drei, 29. Letzter. 30. 30. Ganz schöner Haufen. Und da drin sind noch ein paar Eimer. Wir können gleich nochmal gucken, wie viele da drin sind. So, ich habe jetzt die restlichen Steine auch rausgeholt. Das waren, wie ich gesagt habe, 3 Eimer. 1, 2, 3. Taschenlampe. Und diese Taschenlampe, die Batterien, die halten richtig lange. Also ich habe die jetzt schon so lange im Betrieb. Also vorgestern war das, glaube ich, wo ich das letzte Mal gearbeitet hatte, da war die irgendwie 7-8 Stunden an. Davor den Tag auch. Davor den Tag auch und heute dann nochmal, weiß nicht wie lange, ach aber wohl da vorne, hier vorne, wäre eigentlich noch genug Erde für noch einen Eimer, aber egal. So, aber die ist schon mittlerweile ziemlich schwach, die Lampe, also was heißt schwach, die ist immer noch stark, aber man merkt sofort den Unterschied. Jetzt ist hier so ein richtiger Gang. Hier alles raus. Dann geht's weiter. Ja. Also ich habe den Gang jetzt eigentlich schon ziemlich weit gemacht. Decke ist jetzt auch ziemlich hoch. Ja, hier vorne habe ich auch schon diesen Bereich, hier wo ich gerade sitze, auch ein bisschen tiefer gemacht. Und ich denke, das reicht erstmal für den zweiten Teil. Und weiter geht's dann am dritten. Ja. Also kann ich noch kurz zeigen.
Also hier ist es jetzt schon so ungefähr 1,5 Meter lang, dieser Gang. Und hier hinten, ganz am Ende, ist wieder so eine weiße Schicht. Ja, dann bis zum oder in den dritten Teil. So, kurze Nachinformation. Also mit dem Teil 3 kann es noch ein bisschen dauern. Da gerade eben ein sehr großes, wie soll man das nennen? Schlechtes Ereignis stattgefunden hat. Nämlich, ich habe da unten den Boden weitergemacht. Und tada! Sie hat nach weiß nicht wie langer Zeit ihren Geist aufgegeben. Sie ist durchgebrochen. Obwohl sie jetzt durchgebrochen ist, muss ich einfach sagen, sie ist super stabil. Also sie hat sehr viel durchgehalten, diese Schaufel. Ich meine, ich habe das alles mit den Dingen gerahmt. Fast alles hier vorne habe ich ein bisschen mit Spitzhack und größerer Schaufel. Aber ich habe ziemlich viel mit diesen Dingen gegraben. Und jetzt ist es kaputt. Ja, kann man leider nichts machen. Schade. Teil 3 muss noch ein bisschen warten. Die ist einfach hier vorne bei einem Schlag auf diesen richtig harten Stein da unten. Die hier durchgebrochen. Die ist noch dran. Also sie ist noch dran, aber damit kann man jetzt nicht mehr schlagen. Ein paar Schläge und die ist ab. Oder ein Schlag oder so, genau. Jo. Das war's dann. Für die zweite Folge. Und für diese Schaufel. Bis zum nächsten Mal in Teil 3. Ja.